Und dann haben wir gemeinsam, Herr Steinbrück, einen Haushalt vorgelegt, der sollte für die nächsten 4 Jahre von 2009 an 262 Milliarden neue Schulden machen. Wir haben es mit 100 geschafft. Da würde ich mal sagen, das ist ein sensationelles Ergebnis. Und das darf man nicht aufs Spiel setzen. Und damit Sie jetzt zufrieden sind, ja, ich sage noch mal, wir werden einen Weg finden. Jetzt, heute diskutieren wir erst mal darüber, dass wir in die Lage kommen, Koalitionsverhandlungen zu führen. Das möchte ich gerne mit Horst Seehofer und auch mit der FDP. Und also dann vielleicht werden wir ganz sicher einen Weg finden, dass alle miteinander zufrieden sind und auch die Autofahrer.